Bislang haben wir hauptsächlich Texte und Bilder auf den Folien platziert. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten. Wenn ich da auf Einfügen gehe, siehst du, ich könnte auch Tabellen oder Diagramme. Später werden wir sehen, wie man auch Videos und Audiodateien einbaut. In diesem Fall möchte ich jetzt auf der Karte noch einen Pfeil unterbringen, der anzeigt, in welchen Gegenden wir unterwegs waren. Ich nehme hier mal diesen Blockpfeil und ziehe ihn auf. Etwa so. Farblich passt er mir noch nicht. Ich kann hier bei diesem Stiftsymbol keine Kontur wählen. Die stört mich nämlich. Stattdessen möchte ich eine andere Füllfarbe, nämlich Rot. Und hier mit dem Drehensymbol kann ich mal die erste Region zeigen. Und indem ich den Pfeil kopiere mit Befehl C und Befehl V wieder einfüge, kann ich ihn noch an unserer zweiten Station einfügen. Um jetzt, wenn wir wiederum eine nächste Form zeichnen wollen, nicht jedes Mal wieder diese Formatierung neu anpassen müssen, so können wir mit einem Rechtsklick diesen Stil als Standardform festlegen, also rot und ohne Kontur. Und wenn ich jetzt noch einen Kreis in die Schweiz platzieren möchte, der Kreis, der soll dann später unsere Reise markieren, so wähle ich hier Kreis, ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf, damit der Kreis rund und nicht, wie du siehst, ohne Umschalttaste oval bleibt. Also Kreis rund, etwa so. Jetzt hast du gesehen, dass er also den genau gleichen Stil wie vorhin dieser Pfeil bekommt. Als letztes möchte ich hier noch eine Sprechblase einfügen als Endpunkt unserer Reise. Die war nämlich ziemlich lang und auch ein bisschen ermüdend. Eine Sprechblase findest du wiederum unter den Formen, aber ein bisschen weiter unten, zum Beispiel diese hier. Die ziehe ich jetzt wiederum auf. Den Dorn kann ich noch an eine bestimmte Stelle ziehen, vielleicht so. Da scheint mir jetzt Rot nicht wirklich angemessen, deshalb wähle ich als Fülleffekt eine weiße Farbe, vielleicht eine feine Kontur. Und allenfalls wäre da auch ein Schlagschatten, den findest du hier in diesen Formoptionen noch wünschenswert. Vielleicht etwa so. Also du kannst hier auch all diese Einstellungen bequem vornehmen. Und natürlich müssen wir da etwas reinschreiben. Und das soll dann ein bisschen größer sein. Uff oder so. Und natürlich schwarz.